Yo, willkommen zu einem psychisch verrücktes Game-Spiel. Mein Name ist Halil. Ich bin der Taxifahrer aus Berlin und ich fahre die ganze Nacht von A nach B oder andersrum auch. Egal, für mich zählt nur Money, Money, Money. Aber heute geht es nicht jetzt um Taxi, sondern Game. Und zwar spiele ich heute ein sehr altes Spiel. Und zwar heißt dieses Spiel Metin 2. Ist ein MMO-Spiel. Metin 2 ist im Jahr 2005 vom koreanischen Unternehmer Jimir oder Jimir, wie der heißt, Entertainment Co. and Limited oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, veröffentlicht, sozusagen auf den Markt gekommen. Bevor ich zum Spiel wechsle, möchte ich noch was erwähnen und zwar danke an alle, die mich gefolgt haben oder die mich bis jetzt folgen oder die noch reinkommen werden und mich noch weiter folgen werden. Hallo, danke erstmal an alle. Auch danke an alle, die ein Like gegeben haben oder Kommentare geschrieben haben. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja nach langer Zeit wieder angefangen, Videos aufzunehmen und zu posten. Der Video mit der Was habe ich verdient? Part 2 ist nach langer Zeit wieder in meinen Channel gelandet und ja, hat mich sehr gut gefreut mit diesen ganzen Abonnenten und Likes und Kommentare. Aber jetzt ist erstmal Spiel angesagt und ich möchte euch dieses Spiel Metin 2 nochmal präsentieren als Tutorial und mal schauen, was uns erwartet. Ich habe auch lange Zeit nicht mehr gespielt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was in Erinnerung nur geblieben ist, was überhaupt sich geändert hat. Es ist ein kostenloses Spiel. Aber es ist aber auch in so einer Shop auch mit Geld aufzubauen, aber das empfehle ich nicht, weil es ist alles nur Geld und wir wollen ja alles nur kostenlos machen. Also nun, falls ihr noch nicht abonniert habt, bitte einfach nur mal abonnieren. Hey, ich muss das nicht mal sagen, ihr könnt einfach locker abonnieren, fertig, klick, klick, klick und dann seid ihr drin. Aber nun gehen wir mal zum Spiel Metin 2, let's go! Nun, jetzt sind wir in einem Server wählen. Also wir werden uns jetzt mal einen Server wählen. Da sind zwei deutsche Servers, einmal Teutania und einmal Germania. Ich werde mir mal Teutania mal auswählen und zwar gehe ich mal direkt auf die Channel 5 und werde mir mal erstmal einen Charakter nehmen. Aber zuerst werde ich mir ein Reich auswählen und zwar nehme ich mal die Shinso-Reich, weil ich habe lange Zeit habe ich Shinso-Reich gespielt, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Natürlich die alte Zeit, was noch mir übrig geblieben ist im Gedanken. Mal schauen, was überhaupt sich geändert hat. Aber nun, das kommen wir mal schrittweise voran. Aber zuerst, wie gesagt, machen wir uns erstmal einen Charakter wählen. Und schauen wir erstmal, was wir jetzt wählen werden. Ich werde auf jeden Fall gar keine Ninja wählen oder Krieger, weil das Krieger... Fertigkeiten sind sehr teuer im Spiel aufzubauen, weil da sind halt Skills, die mit Büchern aufgebaut werden. Und diese Bücher kosten immer ein bisschen mehr als Sura. Weil Sura, hier ist der Sura, ist eine Dame, aber ich will ein männlicher Sura nehmen. Und zwar die Sura-Fertigkeit, sozusagen die Bücher, sind etwas billiger als Krieger, Körperkrieger. Und darum werde ich mir jetzt erstmal einen Sura wählen. Und zuerst nehme ich mir meinen Namen Game Taxi und schauen wir mal. Ein Charakter bitte. Oh, ein anderer Charakter trägt bereits diesen Namen. Okay, dann machen wir YouTube Game Taxi YouTube. Falls ihr mich im Spiel sehen wollt oder trifft, könnt ihr mich ruhig anschreiben. Wir plaudern mal, ne? Keine Ahnung, was wir machen können. So, Game Taxi. Ach du Scheiße, auch ein. Dann machen wir mal Game Taxi YouTube. Ne, geht auch nicht. Na, was soll ich machen? Game Taxi Berlin? Ne, schaffe ich auch nicht. Was kann ich machen? Dann machen wir mal Game Taxi 1. Ne. Ah, okay. Guck mal. Ich mach mal Game Taxi auf Türkisch. Game Taxi. X ist bei uns KS, aber ich werde mal so schreiben. Gucken wir mal, ob der nimmt. Ja, hat er genommen. Super. Also, let's go. Können wir mal so spielen, ne? Ich habe ja auch in Twitch. Nachts gehe ich immer rein. Ist sehr ruhig, aber bin jetzt auch im Twitch beim Aufbauen. Und da könnt ihr mich auch folgen halt, ne? Link werde ich unten mal verlinken.
In den Kommentaren könnt ihr bitte auch schreiben, was ihr gerne von mir noch erwarten. Nun, hier ist der Sora mit Level 1. Die drücke ich mal weg. Die brauchen wir nicht, das ist immer alles Werbung. Ja, sieht sehr schön aus. Hilfe haben wir weg. So, gucken wir mal, was wir haben. Nix. Drücken wir auf M. Haben wir hier irgendwas? Nein. Haben wir ein Hauptquest? Okay. Falls ihr nicht wisst, wie ihr an die Mission rangeht oder rankommt, drückt einfach die Tastatur N, dann kommt die Nachrichten. Wenn ihr auf I drückt, dann seid ihr auf Inventar. Und Inventar habt ihr erstmal einen Anfang, ein Schwert plus 0. Ja, pappalapapp, aber besser als gar nichts. Dann habt ihr rote Tränke, die nimmt ihr auf die, ja, unten angegebene 1, 2, 3, 4 Tastaturen. F1, F2, F3, F4. Aber da kommen wir noch später ran. Zuerst nehmen wir erstmal den blauen Trank und stellen wir in den zweiten, ja, Tastatur, sage ich mal so. Und dann haben wir noch einen Trank der Weisheit. Der geht 3 Stunden lang. Und in dieser 3 Stunden könnt ihr halt dann schneller Level up oder Level erreichen. Aber die können wir später benutzen, weil am Anfang brauchen wir das nicht. Da könnt ihr dann 100% doppelt schneller Level up erreichen. Aber wie gesagt, die brauchen wir nicht. Ja, sorry Leute, ist ja mein erstes Game-Video. Und daher als Tutorial bin ich nicht so der Experte, aber ich hoffe, in Zukunft werde ich dann halt mehr Experte werden, noch besser euch präsentieren, das Spiel. Zuerst killen wir mal diese kleinen Tiere, Hunde sagen. Okay, das sind Wildhunde. Okay, haben wir erreicht. Machen wir mal ein bisschen noch scrollen nach hinten. Okay, let's go, gehen wir mal die letzte, nächste Wildhund. Und wir müssen erstmal auf Level 2. So, da ist ein Yank. Die Yanks können wir erstmal sammeln, weil wir brauchen später wirklich viel, viel Geld, um Getränke zu kaufen. Getränke sind sehr wichtig. Warum sind Getränke sehr, sehr wichtig? Ja, damit brauchen wir immer unseren Leben voll zu pumpen, ne? Weil wenn wir keine Getränke haben, dann geht der nicht automatisch voll und dieses kann sofort uns im Spiel uns killen und dann bringt uns kein Schritt mehr weiter. Nun, gehen wir mal weiter auf die anderen Tiere. Ja, es dauert halt ein bisschen, ne? bis man halt dann Level up schafft. Aber kein Problem, wir haben ja Zeit. Das ist ein Tutorial. Gehen wir erstmal weiter killen, bis wir Level up schaffen. Sozusagen auf die Level 2 kommen. Ja, was erwartest du mit einer Schwert plus 0? Ja. So, noch ein. In diesem Augenblick noch nehmen wir mal diese ganzen Yanks, die unten liegen, weil, wie gesagt, Yanks brauchen wir. Der gibt immer automatisch. Okay, da vorne sehe ich auch noch einige Yanks. Die hole ich jetzt auch mal ab, aber ich bin... Okay, erstmal Yank sammeln. Danach schauen wir mal auf unsere Mission. So, die auch noch mal sammeln. So, da oben, hier, hast du einen Brief bekommen jetzt. Okay. Jetzt gehen wir mal Hauptquest. Willkommen Metin 2. Okay. Die spannenden Abenteuer von Metin 2 stehen kurz bevor. Zunächst sollst du den Stadtwächter aufsuchen. Okay. Stadtwächter ist hier vorne. Dann gehen wir mal direkt dorthin. Du scheinst neu hier im Ort zu sein. Wie ich sehe, haben sie aus dir noch keinen Soldaten gemacht. Hast du überhaupt irgendeine Ausbildung erhalten? Sieh dich nur an, du hast bestimmt noch nie in deinem Leben eine Waffe benutzt, ja. Mach dich auf den Weg und lerne die grundlegenden Methoden für den Kampf und Jagd, mach ich. Und nochmal habe ich was bekommen. Dir mangelt es immer noch an Disziplin, anscheinend hast du aber immerhin gelernt, wie du mit deiner Waffe umzugehen hast. Okay, ich lese mal kurz, das
kann ewig dauern. Sonst ist es immer langweilig dann, ne? Die ganze Zeit nur lesen geht auch nicht. Sie sind nicht sehr gut. Ach, sie sind nicht sehr stark. Es dürfte also nicht schwer sein, wenn du diese Aufgabe nicht erledigst. Okay, weiter. Die Dorfbewohner stellen dir von Zeit zu Zeit Aufgaben. Okay, das weiß ich. Die Erfahrungspunkte und Yang einbringen. Okay. Es lohnt sich also, die Augen nach Auftraggebern offen zu halten. Okay. Für das Töten der Wildhunde warten auf dich Erfahrungspunkte 550, Yang 1000, Gegenstand, roter Trank und so weiter. Okay, roter Trank sieht gut aus. Dann schauen wir mal, was ist der Hauptquest? Erste Übung, keine Zeitbeschränkung. Bis jetzt hast du 0 Wildhunde getötet, aber ich muss 9 Wildhunde töten. Also, let's go. Ach so, ja. Bevor ich weitergehe, habe ich hier eine Statuserhöhung. In dieser Status erhöhen habe ich Punkte bekommen. Hier steht die 3 Punkte. Und diese Punkte kann ich dann verteilen, indem ich erstmal TP und Verteidigung erhöhen muss. Weil TP bedeutet weniger Getränke und bessere Verteidigung halt, ne? Und die muss ich dann halt dann jetzt verteilen. Und darum erhöhe ich erstmal alle 3 Punkte auf meine TP und Verteidigungsskill. So, nun gehen wir mal weiter und suchen jetzt 9 Wildhunde. Und diese 9 Wildhunde müssen wir töten. Also, let's go. So, da haben wir jetzt mal. Meine Güte, komm. Habe ich nicht besser ein Schwert? Schauen wir mal, nix. Naja, dann weiter, weiter, weiter. Nachricht. 7 bleiben mir noch, okay. Hungrige. Wildhunde, Wildhunde. Okay. Ja, nochmal. Okay, Jan sammeln. Ja. Hier sind noch mehr. Locker, locker, locker sind einige noch. Da sind auch noch einige. Okay, die kann ich auch noch mal töten. Wie viel brauche ich noch? 3. Okay, da haben wir noch. Das sind Hungrige. Die brauche ich nicht. Die hier sind die richtigen. Okay, Getränk habe ich. Okay, ah, Level up. Okay, super. Okay, weiter, weiter, weiter. Sind auch noch 2. Oder nee, nur. Ja, 2. Super. Okay, Übungsaufgabe abgeschlossen. Okay, super. Nun, was machen wir jetzt? Okay, ich muss wieder zurück zum Stadt. Um den Stadtwächter. Mal schauen, was er mir sagt. Aber bis dahin kann ich mein TP-Verteidigung-Skill erhöhen auf 7. Hallo, lieber Stadtwächter, ich bin hier. So, du bist besser, als ich erwartet habe, okay? Aber das hätte jeder erledigen können. Ha, ha, ha. Nein, verarschst du mich oder was? Zu meiner Zeit waren die Prüfungen viel härter. Sei also auf die nächste gefasst. Okay, mache ich. Super. Hab jetzt meine 550 Erfahrungspunkte. 1000 Yang, roter Trank, kleine 15 Stück. Okay, reicht mir noch einmal. Sagt er mir was? Ich bin froh, dass du vorbeigekommen bist. Du kennst doch bestimmt die Gemischtwarenhändlerin. Nein, kenne ich nicht. Woher soll ich denn? Natürlich, ich kenne. Ist in der Stadt, in der Mitte genau. So, sie benötigt Hilfe. Okay, mal herauszufinden, was sie braucht. Okay, machen wir mal. Zu deiner Information, die Gemischtwarenhändlerin verkauft Regner. Okay, wir werden sowieso zum Gemischtwarenhändlerin gehen, weil dort sind die Teile, die wir immer brauchen werden. Und zwar. Zuerst gehen wir mal zum Lagerverwalter, weil Lagerverwalter ist, was wir zu viele Sachen haben, können wir aufbewahren. Upp, hier in dieser Lager. Ich möchte das Lager benutzen. Erstmal Lager aufmachen, zahlen 500 Yang. Dann habe ich Passwort bekommen. Warum hat er? Okay, warum macht er nicht auf? Nochmal Lager öffnen, weiter, weiter. Okay, jetzt hat er 6-mal die 0. Dein Passwort ist abgelaufen. Wähle ein neues Passwort. Okay. Altes Passwort. Dann machen wir mal ein neues. Okay. Habe ich. Was ist los jetzt wieder? Ja, warum macht der nicht auf? Nochmal. Okay. So. Habe ich. Hier.
Das hier ist mein Lager und hier ist mein Inventar. Falls ich hier, okay, die 3 und 4 sind geschlossen, die kannst du kaufen in dem Itemshop, aber die brauche ich nicht, 2 reichen mir vollkommen aus. Falls ich jetzt gedroppt habe, Sachen und so weiter, Equipment und Müll und so weiter, nicht wegschmeißen, außer diese kleine Waffen, die für Level 1 Waffen sind, die könnt ihr schmeißen, wegschmeißen, oder ihr könnt direkt hier bei der Lagerverwalter bei der Gemischtwarenhändlerin könnt ihr das verkaufen. Aber die anderen Sachen, die man immer droppen tut, die könnt ihr immer hier in dem Inventar aufbewahren. Wenn es hier voll ist, dann könnt ihr die bestimmten Sachen könnt ihr in dem Lager aufbewahren. Also Lager habe ich jetzt, aber nun gehe ich jetzt direkt zum Gemischtwarenhändlerin, weil sie wird uns ein paar Aufgaben geben. So, hallo Gemischtwarenhändlerin. Sei gegrüßt, würdest du vom Stadtwächter geschickt? Ja, habe ich. Ich habe eine einfache Aufgabe für dich. Mein Vater hat heute Morgen ein wichtiges Buch hier liegen lassen. Er braucht es dringend. Okay. Machen wir. Wer ist dein Vater? Das ist der Vater. Wer ist das? Wächter des Dorfplatzes. Okay, nun gehen wir mal zum Wächter des Dorfplatzes. Okay, hallo. Willkommen in unserem Dorfabenteuer. Dankeschön, Baba. Ich wäre dir dankbar, wenn du mir einen Gefallen erweisen könntest. Mache ich. Wenn ich dir 200 Yank gebe, würdest du für mich einen roten Trank kaufen. Mache ich. Du hast vom Wächter 200 Yank erhalten. Mit diesem Zahlungsmittel kannst du dich in Geschäften mit Gegenständen versorgen oder in den Service der Handwerker sichern. Okay. Bei der Gemischwarenhändlerin kannst du einen roten Trank bekommen. Machen wir. Wo ist sie nochmal? Hier. Gehen wir mal hin und dann holen wir mal erstmal für den Papa oder Baba einen roten Trank. Okay, sei gegrüßt, Abenteuer. Okay, Orlan, die grüßen mich die ganze Zeit. Macht mal hin hier, ja. Was ist los? Oh, der Wächter des Dorfplatzes schickt dich zu mir. Er benötigt einen roten Trank. Ich gebe dir gleich 5 Stück. Dankeschön, mach das. Du bist zwar neu hier in diesem Gegend, aber ich bin davon überzeugt, dass du bald ein regelmäßiger Kunde sein wirst. Aus diesem Grund überlasse ich dir die Tränke kostenlos. Dankeschön. Ja, ne, reicht, oder? Hin und her. Pendeln geht nicht. Du hast von Gemischwarenhändlern 5 rote Tränke erhalten. Okay. Nun machen wir mal jetzt Laden öffnen. Suppi. Hier ist Ladenöffnung. So, hier oben haben wir für den Anfänger die kleine Equipment wie Holzarmband, Lederschuhe, Holzhalskette, Holzohrringe. Dann haben wir hier roter Trank Mini. Das ist ein ganz kleines. Dann haben wir eine 200er Packung, der kostet 6400 Yank, aber mein Geld reicht nicht. Dann kommt die mittlere, dann kommen die großen, dicken Fläschchen. So, hier, das ist XXL, wow, 80.000 Yank, okay. Aber einmal draufdrücken reicht das. So, was ist das? Das sind alles sehr, sehr neu. Ruf der Schreine, mit diesem Schriftstück bist du berechtigt, an der Schlacht der Ruf, an der 5 Schreine teilzunehmen, okay. Keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall Bündel. Mit dieser Bündel kannst du einen Privatladen aufmachen. Ja, die brauchen wir später. Sehr, sehr wichtig. Pergament der Bindung. Dieser Vertrag bindet einen Gegenstand deiner Wahl fest an die Seele deines Charakters. Solange er besteht, kann der Gegenstand nicht gehandelt werden. Permanente Lösung. Durch die Bindung eines Gegenstands an deine Seite. Okay, die brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil wir müssen jetzt erstmal Level. So, nun, was willst du nochmal, mein Freund? Ja, Baba, sag mir mal, was ist dein Problem, Mulum? Vielen Dank, dass du mir den Trank gebracht hast. Okay, so, ja, natürlich, war der Auftrag halt, ne? So muss ich meinen Platz hier im Dorf nicht verlassen und kann meine Pflicht nun besser erfüllen. Okay, mach weiter, du hast viel zu sagen. Übrigens sind die Lehrer auf der Suche nach dir. Welche Lehrer willst du? Meinst du, ob du solltest dich zu ihnen begeben? Okay, mach ich. Oh, eines hätte ich fest vergessen. Als Zeichen meiner Verschätzung kannst du das Wechselgeld behalten. Danke sehr viel, ne? 200 Yen. Was ist das hier? Da. Immer wenn ihr die Pfeile seht, das bedeutet, die rufen dich. Also gehen wir mal dorthin. Ich bin immer noch bei Level 3. Okay, der Rüstungshändler. Was führt dich zu mir? Ah, meine Tochter hat dich geschickt. Ach so, du bist der Papa. Olem, warum sage ich die ganze Zeit Papa zu den Dorfwächter überhaupt? Du bist der Papa. Okay. Ich benötige diesen Buch, um neue Rüstung herzustellen. Meine Tochter muss sehr beschäftigt sein. Ja, okay. Ich werde dir als Belohnung einige Yank geben, damit du dir eine passende Ausrüstung
zulegen kannst. Okay, 850 Erfahrungspunkte, 5000 Yanks, gut. Du erhältst 20 blaue Tränke, okay. Und, das war's dann? Aber, ja, das war's. So, wo bin ich jetzt hier? Ich bin selber ein bisschen durcheinander gekommen. Na, gehen wir mal hier runter. Hopp, 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 da. Da sind immer Tiere, die können wir mal sofort killen. Dann haben wir Auftrag 2. Jage hungrige wilde Hund. Okay, machen wir mal. 10 mal Wildhunde jagen. Okay, packen wir mal an. Hoffentlich finden wir mal. Status erhöhen habe ich. Oh, 5 Stück schon. Okay. 12 habe ich bereits erreicht. So, gehen wir mal. Wildhunde. Eigentlich ist hier ein bisschen zu weit. Ne? Naja, was soll's. Jetzt sind wir schon mal unten. Ich spule mal das schnell hier runter. So, jetzt habe ich erstmal hungrige Wildhunde gefunden. Die kann ich erstmal sofort killen. Die brauche ich jetzt mal 10 Stück. Okay. Ah, ich kriege immer Erfahrungspunkte gleichzeitig. Achso, das ist ja automatisch, ne? Natürlich. Hungrige Wildhunde. Hungrige, das sind alle. So, killen wir mal weiter. Okay, weiter geht's. Aber gucken wir mal. Habe ich schon. Ah, super. Okay. Belohnung 15% Erfahrungspunkte erhalten und Equipment Plattenpanzer. Super. Wenigstens habe ich jetzt erstmal ein Panzer, eine Rüstung, indem ich. Ah, okay. Dann habe ich eine Holzeinfette bekommen. Plus 0, Zaubergeschwindigkeit plus 2. Super. Verteidigung 12 reicht mir auch erstmal. Aber ich brauche mal eine bessere Waffe, weil es dauert ein bisschen ewig. Tränke ist zu Ende. Die kann ich mal erstmal hier mal wieder auf die Tastatur 1 nehmen. Schauen wir mal, was habe ich noch so? Zeitbeschränkung. Hungrige Wildhunde, 20 Mal. Okay, machen wir. Die finden wir mal sehr schön. Sehr leicht auch. Okay, jetzt bin ich Level 4. Oh, man ruft mich. Nee, aber zuerst will ich jetzt erstmal meine Mission zu erledigen. Danach gehe ich dann direkt wieder in die Stadt und schaue mir mal die restliche Mission an. Aber erstmal Level 5. Das ist jetzt mein nächster Ziel. Apropos, hier unten ist eine Chat, da könnt ihr auch reinschreiben, was ihr wollt. Aber ich habe jetzt vergessen, wie man schreibt. Es gibt da zwei Dinge, die ihr beachten müsst. Einmal könnt ihr hier einfach schreiben, hallo. Dann, ich bin der Game Taxi. So zeigt ihr dann an und drumherum in der Nähe können wir nicht lesen. Und wenn ihr direkt jetzt in die Chat ein Aufrufezeichen reinschreibt und dann hallo, ich bin der Game Taxi. Ach so, du benötigst mindestens Level 15, um rufen zu können. Okay. Wie ihr gesehen habt, wenn ich in die Chat schreiben will, dann muss ich Level 15 erreichen. Nun, machen wir mal weiter, ne? Erstmal die Mission erledigen, weil ich will noch erstens die Mission mit der hungrigen Wildhunde erledigen und zweitens möchte ich Level Up, damit ich dann meine Fertigkeiten kriege. Die sind sehr, sehr wichtig. Ich zeige euch dann, was ich damit meine. Auftrag 3 abgeschlossen. Belohnung 15% und blutiger Helm. Super. Inventar. Da ist mein blutiger Helm. Nochmal weitere 5 Verteidigung. Super. Was habe ich jetzt? 5, 17. Okay, 17 Verteidigung habe ich. Plus Status. Die kommen auch noch. Verteidigung. Ja, ungefähr 20, kann man so sagen. Nimmer halbiert.
Okay, warum habe ich jetzt die angefasst? Okay, macht nichts. Ja, ich schaffe jetzt mehr. Hole ich erstmal meinen 4. Jagdauftrag. Was sollen wir denn nehmen? Hungrige Wolf, hungrige Wolf. Einmal ist der Alpha-Wolf, einmal... Alpha-Wolf ist 5. Okay, Alpha-Wolf. Was sagt er? Hungrige vor allem, okay. Ah, okay, da haben wir schon 3 Stück. Ja, sieht ja gut aus. Super. Noch 2 brauche ich dann, aber die sind ein bisschen speziell, denke ich. Okay, und schwer. Meine Güte, was ist los hier? Uiuiuiui, das ist Stufe 16. Meine Güte, verpissen wir uns. Und zack. Nee, schaffe ich nicht. Nee. Nee, nee. Lass uns killen. Okay, in der Stadt neu starten. Du kannst auch hier neu starten. Auch in der Stadt. Aber ich empfehle euch, immer in der Stadt, falls ihr später wirklich eine sehr hohe Level erreicht habt, um keine Erfahrung zu verlieren. Die Erfahrungspunkte hier unten links, da verliert dann eure Erfahrung. Manchmal kann es 3-5% passieren. Wenn ihr das vermeiden wollt, dann einfach in der Stadt neu starten. So einfach ist das. Aber für mich ist egal, ich bin noch sehr, sehr unten. Darum kann ich erstmal auch in der Stadt anfangen. Aber ich will jetzt erstmal wieder in die Stadt, weil mich rufen die. Ich weiß nicht, wer ist das? Lagerverwalter? Gemischtwarenhändlerin. Okay. Gemischtwarenhändlerin. Mal schauen, was sie mir sagen wird. Meine Güte. Ich vermisse meinen Schatz. Schatzi, dem Waffenhändler. Okay, wochenlang hat er jeden Abend von meiner Fenster gesunken und nun höre ich seit einigen Tagen nichts von ihm. Vielleicht fürchtet er den Zorn meines Vaters. Allen. Was soll ich dir sagen? Abhauen, geht mal weiter und heiratet mal. Was wollt ihr von mir überhaupt? Okay. Wer ist das? Da oben. Hallo. Ein neuer Duft. Okay, es stimmt, ich singe nicht vor ihrem Fenster, weil bla bla bla. Ach, es ist mir peinlich, darüber zu reden. Mein Körpergeruch ist ziemlich unangenehm. Okay, geh duschen, Olum. Ich wasche mich immer, aber der Geruch bleibt. Wie denn jetzt? Scheiß Shampoo hast du dann. Daher mache ich ein Duftöl. Okay, möchte ich Duftöl herstellen, dass die Gemischtwarenhändler meine kleine Singvogel durch seine herben und faszinierte Duft... Okay, Olam, was labert der? Ich muss unbedingt Duftöl herstellen, nur damit kann ich meinen unangenehmen Körpergeruch beseitigen. Okay, weiter. Was willst du? Jage dafür Blauwolf, dann kriegst du 2 Flieder, okay? Die Blauwolf, Blauwolf, Blauwolf. Wo kann ich Blauwolf kriegen? Jo, habe ich jetzt erstmal einen Blauwolf gefunden. Oh nee, nein, was ist das alles? Ich kann doch nicht. Und ich habe keinen Getränk. Meine Güte. Schaffe ich den noch? So, den schaffe ich nicht. Ich muss wieder in die Stadt. Ich muss meine Getränke kaufen. Hab vergessen. Zuerst Gemischtwarenhändlerin. Holen wir jetzt erstmal neue Getränke, aber wenigstens mittlere. Ja, denke ich auch mal. Ah, ich habe noch einen Violetttrank. Okay, dann kann ich ein bisschen schneller werden. Darauf werde ich gleich kommen. Laden öffnen. 6400 Yen. 20, 20, 20. So, meine lieben Freunde. Meine Followers. So. Was ist jetzt Violetttrank? Okay, Violetttrank, violette Tränke, sage ich mal so. Es ist eine Bewegungsgeschwindigkeit, 10 Minuten lang und plus 10 bist du dann schneller, okay? Also drücken wir mal einmal rauf. Okay, jetzt oben wurden wir jetzt angezeigt. Hier steht Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Was steht da? Lagerbonus, okay, die habe ich schon. Und dann haben wir noch einen grünen Trank, klein, mini. Angriffsgeschwindigkeit für 10 Minuten. Um 10% nicht handelbar. Okay, Angriffsgeschwindigkeit ist dann plus 10. Okay, wir sind etwas schneller. Super. Aber ich muss... Wo bin ich gekommen überhaupt? Hier? Nee, da nicht, sondern hier irgendwo. Ja, hier. Weiter. Ich muss jetzt erstmal zu dem blauen Wolf. Ja?
So, da ist der Blauwolf. Den muss ich jetzt mal aus dem Ruder rausholen. Komm. Nochmal. Okay, Getränk mal reinpacken. So, nun. Jetzt kann ich erstmal anfangen. Okay. Nur Blauwolf brauche ich. Die anderen interessieren mich nicht. Aber wenn ich die schaffe, das ist auch dann gut. Aber das dauert dann ein bisschen lange. Na, kill mir alle. Dann kriege ich mehr Erfahrungspunkte. So, weiter, weiter, weiter. Habe ich einen Flieder? Ja. Leider ist dieser Flieder bereits verweckt. Meine Güte, ja. Was ist das? Scheiße. Okay, noch einen gibt es da. Okay, aber ich muss erstmal die killen. Da oben habe ich. Okay. Ja, es dauert halt, ne, weil es sind so viele Maschinen, sozusagen Bots unterwegs, die automatisch alles killen. Okay, kannst du nichts machen. Leider ist diese Schwierigkeiten bei diesem Spiel. Du kannst nicht immer die Sachen erledigen, daher braucht ihr viel Geduld. Na. So, jetzt habe ich erstmal einen zweiten Glieder habe ich auch bekommen. Geld sammeln. So, den kill ich auch mal. So, nun gehen wir mal in Stadt zurück. So, jetzt sind wir erstmal in die Stadt gekommen und direkt zum Waffenhändler, der ruft uns ein neuer Duft. Okay. Ah, der Flieder, okay, bitteschön. Bitte beeile dich und bringe mir schnell das Moschusöl. Dafür sollst du auch eine Belohnung erhalten. Okay. Wie ich mich noch erinnern kann, ist Moschusöl mit den zwei iTeam Shop. Und zwar ist das ein kostenloses. Okay, schreiben wir mal Moschusöl. Moschus. Da habe ich. Kostet mit den Drachenmarken. Die hast du kostenlos. Das sind 5 Stück. Jeder kriegt das. Damit kannst du dir erstmal ein Moschusöl kaufen. Habe ich einen gekauft. Vielen Dank. Danke auch. Holen wir den erstmal ab. Und zwar gehen wir zum Lagerverwalter. Nämlich bei der Lagerverwalter haben wir auch ein Item Shop Lager. Hier. Öffnen. Öffnen wir. Klick einfach dieses Symbol. Okay, damit kommst du überall. Okay, aber dieses Symbol habe ich erstmal nicht. Okay, da habe ich mein. Hier. Inventar reinpacken. Fertig. Zack. Gehen wir mal zurück zu dem Waffenhändler. Und seine Liebe mal eine Verstärkung zu geben, damit er nicht mehr stinkt, du Stinki. Ein neuer Duft, fertig. Ich danke dir von Herzen. Nun kann ich endlich ein neues Duftöl herstellen, bitteschön. Du kannst meinen Singvogel ausrichten, dass ich heute wieder. Okay, kannst du machen. Nur 500 Yang für diese ganze Scheiße. Guck mal, hey, bitte, gib mich Warenhändlerin. Ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Erfahrung, ne? Also, mehr Erfahrung. Gib mich Warenhändlerin, bitte. Schatzi. Gib mir mal ein bisschen was. Oh, vielen Dank. Er war nicht verändert, sagst du. Da bin ich aber froh. Ich werde heute Abend auf ihn warten. Mach das bitte. Endlich, endlich. Super. 1000 Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt kann ich zu meinem Lehrer hingehen und meine Skills besorgen. So, hier rechts ist der schwarze Magielehrer. Die brauche ich nicht, weil schwarze Magie ist ja für Battlespieler, die nur 1 zu 1 kämpfen, ne? Oder auf die Schlacht gehen und dort einfach Gegner suchen oder in die andere Reiche gehen, wie blaue oder gelbe Reich und dort halt betteln oder kämpfen oder keine Ahnung. Die brauche ich nicht, weil wir wollen unseren Charakter, unseren Sucher wollen wir verbessern und schneller verbessern halt. Darum will ich die magische Waffenlehre nehmen. So, jetzt beginnen wir erstmal. Du hast Fertigkeits Punkte erhalten. Okay, so, jetzt gehen wir wieder auf die Charakter. Die ziehen wir mal jetzt hier hin. Und Skills. Nun, hier oben sind 6 Skills, die wir erstmal in unsere Leiste 3, 4, F1 reinziehen können. Zuerst brauchen wir verzauberte Klinge. Was ist verzauberte Klinge? Das zeige ich euch erstmal. Indem ich erstmal ein Pünktchen reingebe und verzauberte Klinge habe ich jetzt aktiviert.
Verzauberte Klinge heißt, dass dein Schwert jetzt besser, schneller und effektiver alle Tiere, alle Gegenstände, Steine besser kaputt machen oder killen. Die werden wir Tag zu Tag immer verbessern. Jeden Tag können wir nur ein Buch lesen, aber bis wir diesen Buch erstmal lesen können, muss ich Verzauberte Klinge erstmal auf die Stufe 17 bringen. Dann, ja, denke ich, das wird dann M1 oder so. Also hab wirklich vergessen, wie die alle Skills erweitern. Und darum werden wir das bei dem nächsten Video mal anschauen, wie das geht. So, nun nehmen wir einmal verzauberte Rüstung. Die packen wir auf die 4. Drücken drauf. Hauch aktiviert. Jetzt ist meine verzauberte Rüstung gleichzeitig meine Verteidigung etwas stärker geworden. Und wie können wir das sehen? Indem wir zum Beispiel hier oder ganz einfach ja, hier drauf, genau. Drückt einfach, zeigt einfach auf die Maus, auf die verzauberte Rüstung, dann seht ihr eure aktuelles Level 1, Verteidigung plus 1, okay, reflektierte Nahkampfschaden plus 0,6, Dauer 36 Sekunden, aber Leute, das könnt ihr immer verbessern, das geht wirklich ganz nach oben. Ich kann das euch garantieren, ist auch sehr, sehr billig, diese Bücher zu finden, wirklich sehr minimale Yanks. Aber wir wollen noch weitermachen, indem ich noch mein Post nehme, einen Punkt gebe, aktivieren. So, jetzt F1. Was heißt das? Das heißt, reduziert gegnerischer Angriffswert, kein Angriff vom Monster mit niedrigem Level. Sozusagen, es gibt Monster. Diese Monster greift automatisch. Aber wenn du dein Furcht anhast, dann greifen die dich nicht an. Aber nur bei kleinsten Level Monster, die werden dich nicht angreifen. Aber die höhere, keine Chance, keine Gnade von denen. Nun, nehmen wir jetzt nochmal den Drachenwirbel, weil die Drachenwirbel ist für mich sehr, sehr wichtig. So, habt ihr gesehen? Der killt die Monster mit der Drachenwirbel, ohne dass du mit dem Schwert die ganze Zeit schlägst oder schneidest. Nun haben wir erstmal alles und 4 Skills sind erstmal drin. Level 5 habe ich jetzt erstmal erreicht. Nun können wir erstmal noch bessere Monster killen oder beziehungsweise schneller Level Up schaffen. Mein Video ist erstmal mit der Part 1 Mädchen 2 Tutorial hier zu Ende. Bei der Part 2 sehen wir, was uns erwarten wird, was überhaupt auf uns zukommen wird. Mal schauen, was wir überhaupt sehen. Junge, let's go. Part 2, Mädchen 2, wir sehen uns. Ciao, ciao.